Moin und herzlich willkommen zurück in Smallland. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es geht nahtlos weiter und ich hole mir heute den Endboss. Kam ich nicht hier irgendwie? Ne, ich muss erstmal über den Weg zurückgehen. Den habe ich mir da schon markiert. Ich habe ja in der letzten Folge hier die neue Rüstung geholt. Von Tuhala. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich nehme mal jetzt einmal kurz dieses Blutelixier, das ja mein Bewegungstempo erhöhen soll. Okay, das ist jetzt nicht wirklich besser, oder? Ich habe jetzt die Flügel natürlich nicht an, weil ich einmal hier die komplette Rüstung haben wollte. Ich merke da jetzt nicht allzu viel von. 8% schneller, naja. Ich dachte, du fitscht jetzt hier durch die Gegend, aber 8% ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Ich esse mal nochmal kurz was. Eine Reptilienroulade. Wenn ich mir die jetzt wieder anziehe, die hat Kälteschutz 4 und Schutz 8. Und die hat Kälteschutz 5 und Schutz 6. Ne, genau andersrum. Schutz 5 und Kälteschutz 6. Also die schützt in der Kälte, hat insgesamt aber nur 20. Dafür regeneriert sie die Gesundheit und reduziert das erlittene Gift. Die hat halt insgesamt 29 Schutz und die nur 20. Egal, ich werde es jetzt mal mit dieser Rüstung angehen. Ich weiß ja auch nicht, wie schnell die das Leben wirklich regeneriert. Mit 0,1 und 0,01 oder 0,06 oder wie das war, ist es ja natürlich nicht besonders viel. So, einmal hier so ein bisschen komme ich hier hoch. Ja, hier komme ich weiter. Ich bin gespannt, was der drauf hat. Ich habe alles vorher repariert. Ich habe den Bogen dabei, ich habe die Eisensense dabei, ich habe den Speer dabei und den Hammer. Sollte reichen. Ich habe auch Heiltränke dabei. Ja, ich muss die Treppe hoch, ne? Ich ziehe mal doch eben kurz hier die Flügel an. Sieht eigentlich jetzt auch nicht schlecht aus, ne? So habe ich ein bisschen mehr Schutz. Kann man eigentlich auch lassen. Im Moment gibt es ja kein Kälteproblem. Ich will mal nochmal eben gucken, was die Lebensregeneration angeht. Der hat hier 0,1667 Sekunden Gesundheitsregeneration. 0,1, die haben 0,0. Der hat gar keine Gesundheitsregeneration und der hat auch 0,1. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Haltbarkeit 140, Haltbarkeit 150 und 160. Ich glaube fast, die andere ist doch besser. Aber gut, schauen wir mal. So, einmal nach oben. Und auf das Schweben will man ja auch nicht verzichten eigentlich, oder? Welche Rüstung spielst du am liebsten? Schreib sie mir bitte gerne mal in die Kommentare. Also auf jeden Fall eine der beiden Flügelrüstungen ist immer mein Favorit. Da ist es. So, mein Freund. Komm, wir gucken uns hier nochmal in Ruhe an. Ja, du bist schon ein Fetter, ne? Du bist schon heftig. Ich hab Respekt, so ist es nicht. Widerstände durch bohrender Schaden. Okay, also den Hammer. Und hier Klingenschaden, ne? Heiltrank ist auf der 8. Ich bin 100% was Essen betrifft. Okay. Ich guck nochmal nach. Durchbohrender Schaden brauche ich ja gar nicht. Durchbohrender Schaden, also wirklich hier Klingenschaden und Hammer. Ich
tausche die mal eben. Auf 1 und 2. Und dann versuchen wir's. Okay. Schon heftig. Und ich roll natürlich immer im falschen Moment. Ich gehe mal auf den Hammer. Komm her. Ein Heiltrank. Aber es geht. Na komm schon. Komm her. Jetzt haben wir ihn, jawohl. Nicht. Okay. Gut. Da oben. Uraltes Kleeblattsiegel. Jawohl, sehr schön. Okay. Ich würde sagen, der war tough. Das war schon okay. Aber letzten Endes, mit den ganzen Einstellmöglichkeiten, die du jetzt auch hast, ist es ja kein Thema. Und wenn es dir zu leicht ist, kannst du halt alle Gegner einfach auf 300% stellen. Oder wenn ihr halt im Multiplayer spielt. Also das war nice. Das hatte schon seine spannenden Momente jetzt auf jeden Fall. Und einen Heiltrank brauchte ich auch. Ich denke, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Ältesten. Denn wir haben ja hier was abzugeben. Ich bin gespannt, was jetzt das Storyende sein wird. Wie es dann weitergeht. Und dann schaue ich auch mal, wie es weitergeht mit Smallland. Ob ich eine Pause mache bis zum Update. Allerdings habe ich noch viele Ideen, was das Bauen betrifft. Da können wir auch noch weitermachen. Da bin ich. Ich war schon lange nicht mehr hier. Tatsächlich. Einmal runtergleiten. Moin, moin. Meine Damen, meine Herren. Wir sind im Finale. Das alles entscheidende Finale. Mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Wo ist das Teil überhaupt? Jetzt sehe ich es nicht, ne? Wo ist es? Da. Ich habe jetzt schon einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, jetzt habe ich das irgendwo. Uraltes Kleeblattsiegel. Ein wunderschönes Schmuckstück, geschaffen von Ludwig dem Ältesten. Seine Kleeblattform passt zu dem Schloss an der Walnusstruhe. Ludwig, du hast mich auf einen Abenteuerweg geschickt, der seinesgleichen sucht. In einem sehr, sehr schönen Spiel, kriege ich wieder nicht weg, egal, mit vielen kleineren Problemchen. Ältester, ich glaube, ich könnte den Kleeblattschlüssel gefunden haben. Was? Lass mich mal sehen. Das ist wirklich der Kleeblattschlüssel. Gut gemacht, Frau Hood. Wo hast du ihn gefunden? Der Schlüssel war an einer riesenhaften Kreatur gekettet in einer Höhle innerhalb der Ruinen. Wir müssen dieser Sache jetzt auf den Grund gehen. Doch jetzt drängt die Zeit. Hol das Elixier des Lebens aus der Truhe und bring es zu mir. Jawohl. So. Das Elixier des Lebens. Guck mal, ist doch nice, ne? Du weißt schon, ne? Ein Screenshot noch schnell. So. Der alles entscheidende Moment. Untersuchen.
Die Truhe scheint aus einer Walnuss gefertigt worden zu sein. Hinten sind die Scharniere. Vorne gibt es eine seltsame Aussparung in Form eines vierblättrigen Kleeblatts. Versuchen, die Truhe zu öffnen, uraltes Kleeblattsiegel in die Öffnung stecken. Okay. Ich denke mal, wir haben's. Heiltrankrezept. Hälfte. Okay. Wann kommt das Update? Wann kommt das nächste Update von Smallland? Wie geht's dann weiter? Und wenn das die Hälfte ist, wo ist die andere Hälfte? Und wie viele von diesen Truhen mit anderen Hälften gibt es dann noch? Wie viele Inseln wird es geben? Ältester, ich habe die Truhe geöffnet, doch darin war nur diese Schriftrolle. Eine Schriftrolle? Wo ist das Elixier des Lebens? Mal sehen. Ist in der alten Sprache verfasst. Nur wenige können das heute noch lesen. Ich wende mich an Theodrik, den Historiker. Er kennt sich mit der alten Sprache aus und sollte diese Schriftrolle entziffern können. Wo kann ich diesen Theodrik finden? Ich schätze mal... Hier Schluss. Er haust in den Ruinen unter dem uralten Heiligtum der Riesen. Ja. Das uralte Heiligtum der Riesen, ich denke, das ist wohl die Kirche, ne? Und Theodrik sind in dieser Early Access Version des Spiels noch nicht enthalten. Ich werde warten, bis er davon erfährt. Seejungferleckerei? Ah. Gut gemacht, Vorhut. Als Belohnung für deine Mühen möchte ich dir dieses Rezept für eine Seejungferleckerei anbieten. Das ist eine Spezialmischung verschiedener Zutaten, mit der du Seejungfern zähmen kannst, die hier heimisch sind. Danke, Ältester. Besuche den Ältesten erneut in zukünftigen Updates. Geht klar. Okay. Dann würde ich sagen... Ich mache mich jetzt nochmal auf nach Hause hier zur Base und wir zähmen noch die Seejungfer. Das nehme ich jetzt noch mit rein. Es ist so ein nices Game, ne? Ich habe euch alle mittlerweile hier lieb gewonnen. So. Ist da eine Tasse? Mir ist noch nie diese Tasse da oben aufgefallen. Ah, da muss ich jetzt einmal rauf. Ich bin hier vorhin von da oben hier runter gesegelt, hier rauf. Ich glaube auch, dass ich hier noch gar nicht war. Wie komme ich da hoch? Mir ist noch nie diese Tasse aufgefallen. Ich bin aber auch hier an den Pfosten noch nie gewesen, meine ich. Okay, auch nice. Hier so eine Dose. Inventar ist voll. Was schmeiß ich weg? Ja, die Rüstung auf keinen Fall. Hier Insektenstachel. So. Witzig mit der Dose hier. Was haben wir hier? Ein Schuh. Hier war ich auch noch nie. Ein alter Schuh. So. Kronkorken nehmen wir gerne. Ich könnte eigentlich auch ohne UI spielen, ne? Ist auch eigentlich nicht schlecht zum Bauen hier, oder? Ist
So. Nichts drin, leider. Ich möchte auch mal richtig fliegen können. Also nicht nur gleiten, sondern mal richtig fliegen können. So. So wie hier zum Beispiel. Das sind ja schon tolle Möglichkeiten. Aber jetzt eben auch wieder rauf, ne? Ich denke mal, mit dem Zähmen hier der Libelle, dieser Wasserlibelle, werden wir fliegen können. Die Frage ist aber, ob die auch, ja, ich will es mal so sagen, fast so nutzlos ist wie die anderen Tiere. Denn wirklich viel konnte man damit ja nicht anfangen. Die müssen einfach schneller sein oder die müssen bessere Sachen können, meiner Meinung nach. Das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Die Spinne ist mir sofort wieder ertrunken, als ich die gezähmt hatte und mal einmal ausprobiert hat, ob die irgendwie schwimmen kann oder so. Wobei das natürlich Quatsch ist, eine Spinne, die schwimmen soll, ne? Also hat sich gar nicht irgendwie gelohnt alles. Die konnte auch nicht springen. Die konnte halt ein bisschen klettern, aber nicht springen. Und gar nicht springen schränkt doch total ein. Also letzten Endes finde ich, dass sämtliche Begleittiere, außer tatsächlich der Grashüpfer, der so weit springen kann und so tief, ohne einen Fallschaden zu haben, ansonsten sind sämtliche Reittiere stehen hinten an, meiner Meinung nach. So. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, wie das mit der Libelle ist. Schönstes Wetter für einen Flug, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur eine finden. Da. Okay. Und? Zähm. Besteigen, Release, bleiben. Okay. Ja, moin. So. Du brauchst... Ah ne, sie regeneriert. Okay. Das ist ja auch schon mal nice. Du musst von großer Höhe runterfliegen, damit du halt eine höhere Fallhöhe einfach hast, damit du dann wieder weiterfliegen kannst. Also so in Etappen, ne? Jetzt hier zum Beispiel rüber. Aufladen. Rüber. Aufladen. Rüber, aber es lädt und dann stürzt du ab. Es lädt nicht so schnell auf. So, wenn ich jetzt da hoch will zum Beispiel, ne? Rauf. Guck mal, wie schnell sich das verbraucht. Keine Chance. Guck mal, und es lädt kaum auf. Sie hält sich auch nicht in der Luft. Aber du landest halt zumindest weich, ne? Was ist jetzt mit Wasser? Ich riskiere es jetzt einfach. Okay, sie würde auch ins Wasser fallen oder schwebt sie über Wasser immerhin? Ich bin mir nicht sicher, wenn es jetzt tief wäre, ne? Ne, die sinkt ein, siehst du? Ja. Nee. Seejungfahrt, tja. Ich guck mal gerade, habe ich einen Ausdauertrank? Größeres Gesundheitselixier? Bluttrank? Gegengift. Jetzt einen Bluttrank vielleicht nehmen. Mal gucken, was dann ist mit der Geschwindigkeit. Ja, schau mal, sie steigt kaum auf, ne? Ja. Ich finde nicht, dass es was ist. Leider. Die Tiere müssen einfach eine viel bessere Funktionalität bekommen. Da bin ich doch mit dem Gleiten besser dran, oder? Guck mal, ich komme hier zwar so hoch. Okay.
Ich komme mit ihr. Okay, ich nehme alles zurück. Ich probiere es mal gerade. So, rauf, runter. Rauf, runter. Nee, es lädt zu langsam auf. Aber ich will es jetzt mal am Baum gerade probieren. Sie zieht sich an Wänden hoch. Okay, das ist gut. Das sieht zwar ziemlich dämlich aus und funktioniert scheinbar auch nicht die ganze Zeit. Ja, es ist also rückwärts. Jetzt hänge ich fest. Das, mein Bogen klebte. Ja, Madame. So, nach viel hin und her bin ich nochmal freigekommen. Es ist also so, ne? So, fallen lassen, er lädt auf, schweben. Fallen lassen, er lädt auf und du sinkst einfach zu tief, ne? Es lädt nicht schnell genug auf. Und was nützt es mir, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Baum hochkomme? Ich meine, so gibt es ja schon Speed. Aber was nützt es mir, wenn ich einen Baum hier hochkomme, aber dann da irgendwo festhänge? Tja. Komme ich jetzt hier zum Beispiel übers Wasser? Ich riskiere es jetzt mal. Das schaffe ich nicht, ne? Egal, ich riskiere es jetzt. Aber es ist schon da. Jetzt. So gerade eben, ne? Mit viel Fingerspitzengefühl. Ja, moin. Matriarchin. Kein Interesse daran. Okay, ich würde sagen, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wir sind am Ende von Small End angekommen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich noch ein, zwei Folgen mache. Ich hatte ja gesagt, ich zeige dir auf jeden Fall noch das Baumhaus, was ich gebaut habe. Vielleicht baue ich auch noch ein paar andere Sachen. Sehr, sehr schönes Game. Ich schau mal, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.